Aber das ist halt so der leichteste Boss vor dem Auge von Cthulhu. So, jetzt mal schauen, was haben wir bekommen. Wir haben... Was haben wir bekommen? Die nehme ich mir mal, den Sattel. Und... Okay, wir schauen mal, dass wir den nochmal besiegen. Vielleicht. Weil der hat uns leider keinen Haken gedroppt. Jo, ja, bitteschön. Viel Spaß. Schleimpistole. Die mit Schleim füllen da. Glibber. Macht keinen Schaden, aber kannst rumschießen. Okay. Solange wie du den Haken hast, nehme ich mir dann erstmal den Mount. Schauen wir mal, dass wir noch einen zweiten Mount bekommen. Aber um den nochmal zu spawnen, müssen wir erstmal Gold farmen, weil wir brauchen eine Krone dafür. Ja, dann... Auf elf. Auf irgendwas, ich packe mal mein Geld hier rein. Auch gute Idee. Vielleicht kannst du dir ja gleich... Kannst ja mal gucken, vielleicht kannst du ja den Helm schon leisten. Nein. Ah, naja. Gerade mal 2 Gold. Jo, gut Pfeile verballert. 387 nur noch. Warte mal, hier hinten bin ich doch gestorben. Da liegt doch noch Geld. Bin ich hier auch gestorben, da muss noch Geld von mir liegen. Ja, 38 Silber aufgesammelt. Ja, bisschen was. Weiter hier hinten müsste eigentlich jetzt noch meins kommen. Silber. Also ich habe 52 Silber noch. Wie viel baust du noch? Wir haben 2 Gold und irgendwas. So. Ist noch ein bisschen was. Wir brauchen mindestens noch 1,5 Gold. Ich weiß halt nicht, wie viel Silber hatten, aber ich glaube mehr als Silber hatten. Ja, ich glaube nicht viel. Na, immerhin. Ein halbes Gold haben wir. 56 Silber habe ich jetzt. Passt. Besser als nichts halt. Den Rest dürfen wir dann gleich zusammen bekommen. Ey, da unten ist ein Grabstein. Ich frag mich, wenn der wo gehört. Ja, komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand gestorben ist. Ah. Gut, jetzt mal überlegen, was steht als nächstes an? Der nächste Boss, den wir erledigen müssen, wäre das Auge von Cthulhu. Da wäre es gut, wenn jeder von uns eine Rüstung hat, also eine größere Farming-Session wäre nicht schlecht. Dazu vielleicht woanders, als wir hier schon runtergegangen sind. Vielleicht weiter rechts mal runtergehen. Ja. Ich schaue gerade mal, dass wir uns Ropes mitnehmen, damit wir auch immer hoch und runter können. Damit du eher hoch und runter kannst. Nee. Ich nehme auch mal einen Gefahrentrank mit, man weiß ja nie. Hast du noch einen Rückruftrank? Ja. Gut. Dann nehme ich mir nur mal einen mit. Ist auch noch Rope. Machen wir uns dann gleich mal da in die Sache. Ich packe gerade noch mal rein. Ich habe gerade noch mal Unwichtiges verkauft. Also noch 90 Silber, dann hast du auch den Höhlenhelm.
Prächtig. Liegen überall Grabsteine, wo kommen die denn her? Frag ich mich auch. Ist auch gestorben hier. Ich werd das alles für YouTube zusammenschneiden, dass wir den in einem Versuch platt machen, ohne zu sterben. Easy. Fällt auch überhaupt nicht auf mit dem Grabstein. Oh, die Linse nehme ich mit. Die Karte schauen. Ich würde sagen, hier beim Stein gehen wir runter. Komm rein. Ja. Erstmal einen Deckel drüber machen, damit uns nichts von oben drauf fällt. Weil, was du machen kannst, Moment, ich gebe dir mal das Rope. Geh mal nach oben hin und bau das Rope auf der linken Seite runter. Warte, Rope. Scheiß Rope. Ich hab's irgendwie selber wieder aufgesammelt. Jetzt müsstest du es haben. Nee. Doch da. Vielleicht auch. Vielleicht ein guter Plan, oder? Mhm. Du sagst auf der linken Seite. Genau. Du musst das immer nur auf einem Punkt halten, das erweitert sich automatisch. Wenn du es übereinander stackst. Einfach gedrückt halten da auf der Stelle. Tag, wenn gut ist. Also du bist schon unten, aber ich grab ja auch noch weiter unten. Aber du kannst schon mal runterfahren mit dem Rope. Und baust währenddessen auch ein bisschen weiter. Damit du immer bis ganz unten hast. Auf eine Höhle gestoßen. Hier in der Spur machen wir weiter. Damit wir das eine Rope benutzen können, um von ganz oben nach ganz unten und andersrum zu kommen. Ah, Zinn brauchen wir nicht. Stimmt, und natürlich unterirdisch nach so Häusern schauen, damit wir noch Kisten finden. Mit der Chance auf guten Sachen. Ah ja. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Hier ist Wasser. Okay, ich weiß schon, wie wir das machen. Ich werde das Wasser ablaufen lassen. Ich kann schon mal bis unten fahren. Kann sich links mal ein bisschen umschauen, bis ich das Wasser ablaufen lassen habe. Ich hab ganz vergessen, dass man da trinken kann. Ja, genau, vergiss mal, ja. Ich finde nicht, dass man auch im echten Leben ertrinken kann. Das ist mir im echten Leben auch schon mal passiert. Bin ich unter Wasser gelaufen, habe ein bisschen gelacht und dann auf einmal habe ich mir gedacht, Moment, da fehlt doch was. Oh, warte, das ist blöd. Nach oben bauen ist doof. Dann läuft das Wasser auch nicht mit ab. Wasser fließt ja leider nur nach unten. Ah, ist das in einem Videospiel gelten immer noch die Gesetze unserer Physik? Nicht immer. Welches Spiel an? Hä? In welchem denn? Warte, ich denk grad nach. Ja, gab bestimmt schon Spiele, wo Wasser nach oben fließt. Hier, Mein Path to Talamus hast du doch auch gespielt. Da ist doch auch nichts mehr normal. Ja, aber das. Wieso kommt da Wasser aus dem Stein? Das habe ich auch gerade gefragt. Vor allem nicht nur ein bisschen.
Na gut, haben wir eben so eine Pfütze bei unseren Schuhen, wenn wir hier weiter runtergraben. Ah, du kannst das Seil hinterherhauen. Genau. Wir müssen immer weiter unten. Immer weiter runter. Irgendwo dort unten ist die nackte Sonne. Wir müssen sie finden. Die nackte Sonne. Huch. Das ist aber nicht gut. Ach, Abraham, der Handelsreisende. Ich hab schon gedacht, dass irgendein Gegner beschworen ist. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Oh. Da habe ich kurz Angst bekommen. Vor. Du kannst dich hier doch nach links und rechts weiter bauen. Guck mal, da links ist Gold. Kannst du das holen? Mit dem Hook? Hier oben oder unten bei dir? Oben. Also in dem oberen Raum da. Links meine ich Gold gesehen zu haben. Ja. Bis. So, hier unten ist Wasser, hier ist erstmal Schluss. Oh Gott! Ich wurde von einer Fledermaus angegriffen. Ja. Okay. Gerade am Seil, da kommt diese Fledermaus angegriffen. War schon echt ein Assi-Move von der. Hm. Also hilflos. Also kannst bis unten kommen. Ich gehe hier nach rechts langsam. Hm. Hier sieht es noch vielversprechend aus im Moment. Blöde Fledermaus. Das sind doch Mistviecher. Oh Gott, schon wieder. Ich habe ja auch überlegt, ob ich irgendwann demnächst wieder anfange, DayZ zu let's playen. Ja, alles gesehen. Es hatte ja auch wieder einige Updates. Das letzte Mal hatte ich das aufgenommen, da kam dann die 1.0-Version frisch raus.